It starts with an idea, the answer to a question, really. How can we best defend ourselves? Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, ein weiteres Voiceover steht an. Diesmal geht es um die Weapon Pipeline, also wie werden FPS Waffen bei Star Citizen erstellt. Das erste, was uns Todd Pappy, der Design Director, erzählt, ist, dass es eine Konzeption auf Papier gibt. Das ist Schritt 1. Da werden erstmal Hersteller, grober Zweck und Fokus der Waffe festgelegt sowie ihre Basiseigenschaften. Damit geht es dann in ein Kickoff Meeting, wo alle relevanten Abteilungen dabei sind. Dort wird dann eine Zusammenfassung erstellt, die dann für die Concept Artists jeweils wichtig ist, damit eben aus der ersten Idee ein Konzept entstehen kann, was aber auch gleich die wichtigen Inhalte enthält, damit alle anderen Departments sozusagen informiert sind, was auf sie zukommt. Dabei wird erzählt, dass die Weapon-Pipeline eine eher traditionelle Content-Pipeline ist, vermutlich im Gegensatz zu dem, was vieles anderes bei Star Citizen enthält. Das heißt, hier wird kaum, ist es kaum nötig, dass eine Gameplay-Logik beachtet wird, das heißt, dass so viele verschiedene unterschiedliche Aspekte einbezogen werden, wie zum Beispiel beim Multi-Crew-Design, sondern hier geht es um ein Einzelasset, ein abgeschlossenes Objekt inklusive seiner eigenen Animationen und dem Effekt. Um ihre Arbeit für uns zu verdeutlichen, haben Sie sich jetzt ein ganz spezielles neues Gewehr herausgesucht, nämlich das Bering P8 Assault Rifle? Das heißt, hier geht es jetzt um ein Sturmgewehr, quasi der große Bruder der jetzt aktuell sich auch schon im PU und Star Marine befindenden Bering äh, P4 MP. Und äh, hier soll es also um das Standard. Stromgewehr gehen, was in der UEE benutzt wird. Also es soll nicht allzu speziell oder schick sein, dafür aber sehr funktional und eben massentauglich aufgebaut. Außerdem wird es auch in Squadron 42 eine Rolle spielen. Es ist hier abgezielt auf eine Mischung zwischen M16, G36 und einem Steyr-Design und dafür zeigt uns jetzt hier schon der Developer den Vergleich mit den real life Rappi-Class, die sie selber im Studio haben. Das heißt hier vergleichen sie zum Beispiel Kolbenlänge und äh, die Breite der Waffe, die Dicke der Waffe selbst, dann ähm, auch den Abzugsbügel, um zum Beispiel zu sicherzustellen, dass auch jemand mit einer schweren Rüstung dort reinkommt, die Handauflage, den Magazinauswurf und die Sicherung der Waffe. Und all das wird dann in das Konzept mit eingearbeitet. Das heißt, das Konzept wird, das ursprüngliche Konzept wird in einem Blockout angeglichen, so dass hier schon die erste Basis der Arbeit gelegt werden kann, damit später die Animators und Riggers dort ähm, am arbeiten können, am Mesh zu beginnen, das heißt hier das Mesh der Waffe zu erstellen und immer sozusagen die Waffe ein Stück zu verfeinern in ihrer Entwicklung. Damit ist es möglich, dass eben sowohl Tech Art als auch Weapon Art, als auch Audio und äh, sonstige, alle, wie gesagt, involvierten Developer schon mal Feedback geben können und äh, ihre Anmerkungen geben können, was äh, zum Beispiel Probleme, Herausforderungen oder auch Möglichkeiten der Umsetzbarkeit angeht. Das Tech-Art-Team erläutert uns hier jetzt, in welchen Schritten sie vorgehen. Also im Grunde genommen beginnt äh, die Arbeit immer nach dem Blockout mit dem Render-Mesh, was erstellt wird, ähm, und Don im Anschluss an diese dieses Mesh wird werden eben die LODs, also die Level of Details in der Optimierung sozusagen hervorgebracht. Das heißt hier wird sich dann nochmal speziell darum gekümmert. Das Mesh hier gilt als Basis für die Animators. Das heißt hier sind schon die ersten Kontrollfunktionen für die Mechanismen enthalten, die dann sozusagen den Animators anzeigen, wo sie denn dran müssen, wo sie daran arbeiten müssen. Die Animators werden dann die beweglichen Teile animieren. Das heißt hier geht es in allererster Linie erstmal um die Reloads, also das Nachladen der Waffe, aber auch um, wie gesagt, die beweglichen Teile, wie zum Beispiel sichtbare Bolzen oder auch der Hülsenauswurf bei ähm, einer ballistischen Waffe, die selber äh, Projektile mit Hülsen abfeuert und so weiter und so fort. Der Reload zum Beispiel in Star Citizen ist äh, wirklich eine ganz spezielle Sache, denn im Gegensatz zu vielen anderen, ähm, gerade Singleplayer-FPS-Shootern, ist es so, dass hier First Person und Third Person absolut identisch ablaufen müssen. Das heißt, das gleiche, was jemand äh, in der First-Person-Version sieht, wenn er die Waffe nachlässt, muss dann auch der andere sehen, sozusagen, wenn er den von außen betrachtet. Ähm, dann werden die, die Waffen angepasst auf die Maßstäbe des Charakters. Das heißt, hier wird nochmal geguckt, ob die Größe, die Handelbarkeit und alles stimmt. Es kommt das Branding und äh, das Material dazu, sowie natürlich auch nochmal die Überprüfung der Ansicht in der First-Person- und Third-Person-Version, die Visierung und auch schon mal ein paar Gedanken in Richtung Zukünftiger Updates. Wenn das alles soweit ist, dann wird eine sogenannte Character Definition File angefertigt. Die kennen wir schon aus anderen Prozessen. Das sind im Grunde genommen, besteht aus, im Grunde genommen aus vier Datenpaketen, nämlich einmal dem Skelett und der, den Physics der Waffe, dem Skin der Waffe, der Static Geometry, also der statischen Geometrie des Assets und den sogenannten Attachment Holders. Hier geht es vor allem um die Item Ports, das heißt die Möglichkeiten, diese Waffe auch später über das Customization System zu verändern, zu verbessern und wie gesagt, schon vorher gesagt, Upgrades anzubauen. Nachdem das alles durch ist, geht das alles, wird die Animation Database mit dieser CDF, also dieser Character Definition File, verknüpft. In erster Linie dann, um den Animators die Möglichkeit zu geben, jetzt sowohl auf das Asset an sich zuzugreifen, als auch mit ihrer eigenen Arbeit zu beginnen. Das heißt, hier anzusetzen, um die von Tech Design vorausgeplante und, und so ideenhaft eingebrachte Animation sozusagen als Anhaltspunkt für die Animators schon darzustellen. Ursprünglich war dieser Prozess alles andere als einfach und sehr, sehr aufwendig. Da ging es vor allem darum, dass viele Waffen unterschiedliche Größen, Formen, Animationen anbrachten. Inzwischen ist es glücklicherweise so, dass sich das Ganze schon ziemlich optimisiert hat. Das heißt, dass es hier richtig äh, templategebunden gearbeitet wird und man schon den ganzen Prozess sehr streamlinen konnte. Ist die neue Waffe dann bei den Animators angekommen, geht es erstmal um die Kontrolle des Skeletts. Das heißt, erstmal wird kontrolliert, sitzt das, äh, die Waffe richtig, ist die Ausrichtung korrekt, gerade sowohl in der First Person als auch in der Third Person. Als Beispiel wird er hier, nimmt ihr hier das äh, G36, ähm, das als Replika auch im Office ist, ähm, um zu überprüfen, ob der Sitz, äh, der ursprünglich für den Charakter festgelegt wurde, auch so stimmt. Hier am Beispiel ist es zum Beispiel so, dass er die P4 genommen hat, die fast eine ähnliche Grifflagerung hat, wie zum Beispiel das das G36. Für die P8 jetzt muss der Griff äh, der linken Hand hier, der vorderen Hand, verändert werden, so dass er etwas weiter vorne sitzt und all das wird erst an Real-Life-Replicas und dann später in der Engine, also im Spiel selbst, verändert. Ähm, dabei werden außerdem noch die beweglichen Teile überprüft, das heißt, alles, was jetzt von Tech-Art rübergekommen ist, äh, was äh, beweglich sein soll an der Waffe, wird in erster Linie einer Kontrolle unterzogen und dann von den Animators an, äh, analysiert. Ja, nachdem diese Handauflage dann angepasst ist, geht es ähm, in, tatsächlich in den richtigen Reload rein, in die Animation der, nach des Nachladens der Waffe. Hier gibt es natürlich unterschiedliche Posen, also einmal das Stehen, das äh, Abknicken in, in die Hocke gehen und äh, dann im Endeffekt auch die liegende Pose. Und hier soll festgestellt werden, dass es auf der einen Seite ähm eine Animation ist, die dieser Pose auch angemessen ist. Auf der anderen Seite muss das Timing trotzdem stimmen. Das heißt, niemand möchte hier einen Nachteil haben äh, im in der Nachladegeschwindigkeit, nur weil er zum Beispiel äh, hockt und nicht steht. Andererseits ist es eben auch so, dass äh, diese Animationen ganz zu Anfang sehr grob gemacht werden, denn hier soll schnell von allen anderen Bereichen und insbesondere von den Directors eben Feedback eingeholt werden. Das bedeutet, man soll sehr schnell überprüfen können, ob diese Animation denn passend ist und ob sie Soweit stimmig auch zur Waffe ist. Damit geht das Ganze dann zurück an Tech Design und das bedeutet hier, wird eine erneute Kontrolle vorgenommen. Das heißt, es wird ein Funktionstest der Waffe im Spiel gemacht. Es wird geguckt, ob ähm, die, die Effekte der Waffe selbst und die Assets der Waffe selbst zusammenpassen. Hier geht es schon mal um eine grundsätzliche Idee zum Audio. Hier geht es ums Handling. Und hier geht es aber auch um die Charakteristika. Das heißt, jetzt wird zum Beispiel so etwas angesetzt wie die Feuergeschwindigkeit der Waffe in Bezug auf die Magazingröße. All diese Werte werden jetzt an der Stelle schon mal festgelegt gelegt, zumindest in erster Instanz, damit das ganze Viel der Waffe auch dem entspricht, was man sich bei der ursprünglichen Konzeption überlegt hat oder tatsächlich an bestimmten Dingen gemerkt wird, dass die Waffe an sich in ihrer Aussetzung, Ausrichtung sich noch verändern muss. Weiter geht es dann mit optischen Anpassungen. Das bedeutet, hier geht es jetzt um die Abrundung der Waffe an sich, aber auch wirklich um die, das Anpassen der jeweiligen Kantenschnitte. Hier geht es jetzt darum, dass die Bauteile selbst Stück für Stück so optimiert werden, dass sich ein realistisches, quasi wirklich gefertigtes Bild einer Waffe ergibt. Das ist für Star Citizen sehr entscheidend, dass eben die Qualität der einzelnen Objekte sehr hoch ist, wirklich auch im Detail ausgearbeitet ist, damit der Spieler eben jenes immersive Erlebnis hat, auch wenn es nur darum geht, in Anführungszeichen, sich eine Waffe im Re Regal anzuschauen, sie zu inspizieren und ähm, entsprechend einzelne Knöpfe sich anzugucken. Es soll darum gehen, dass das hohe Detailgrad, das hohe Level an Details eben von Waffe zu Waffe gehalten wird. Gerade hier geht es dann nicht nur auch um das Textur-Mesh und äh, die Optik an sich, sondern auch wirklich die kleinsten Details wie zum Beispiel Decals, das heißt irgendwelche Oberflächentexturen wie Aufkleber und Warnhinweise, gleichzeitig aber auch wirklich Vertiefungen und sowas wie Abnutzungsstufen. Auch das ist ein Teil davon. Da gibt es sogenannte Wear-Downs und Dirt-Maps für diese werden von den äh, Entwicklern großteilig handgemalt und sind dann aber auch dynamisch in der Engine anpassbar. Das bedeutet, sie sind mit dem Realtime-Code verbunden und können auf diese Art und Weise auch wirklich Waffen über die Dauer abnutzen erscheinen. Und das äh, ist natürlich wiederum ein sehr interessanter und spannender Gameplay-Faktor für uns Spieler. Weiter geht es an der Stelle mit dem Mündungsfeuer. Bisher hat jede Waffe in Star Citizen eine Art von Mündungsblitz äh, und das ähm, sowohl für ballistische Waffen als auch für Energiewaffen. Da werden jetzt, ähm, wird jetzt von der technischen Seite her insbesondere unter vier verschiedenen Dingen ähm, unterschieden, ähm, was eine Waffe ausmacht, wenn man sie denn abfeuert. Das eine ist das eben erwähnte Mündungsfeuer, was angepasst werden muss und dem Stil der Waffe entsprechen muss. Dann gibt es das Projektil, den Einstieg und auch die Leuchtspur. All das, wie gesagt, sowohl für Energie als auch für ballistische Waffen. Dabei sind, sind eben besonders wichtig die Einschlagseffekte, die nämlich bei Star Citizen sehr unterschiedlich sein sollen. Und zwar von Untergrund zu Untergrund und Projektil zu Projektil unterschiedlich. Das heißt, Einschläge auf Metall, Eis oder Beton von jeweils ballistischen und Energiewaffen sollen unterschiedlich aussehen. Und in Zukunft auf Planeten wird sich das sogar damit verändern, auf welchem Untergrund man dann die Waffe abfeuert. Ob zum Beispiel roter oder grüner, brauner oder gelber Sand aufspritzt, wenn man eben die Waffe darauf abfeuert. Darüber sind sie sehr stolz und sie wollen auf jeden Fall dieses Detaillevel in jeder Fall erhöhen. Zum Abschluss des Entwicklungsprozesses geht es dann ins Audiodesign. Und das ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Teil. Auch wenn hier eher weniger die Gameplay-relevanten Faktoren, wie zum Beispiel Schaden oder Magazingröße, Feuergeschwindigkeit und entsprechende auch ähm, Nachladeoptionen und, und natürlich Upgrades für später festgelegt werden, geht es hier darum, das Feel der Waffe, also wie die Waffe sich im Spiel für den Spieler als Gegenstand, ja, und im Endeffekt auch als Werkzeug anfühlt. Auszumachen. Hier geht es darum, den Spieler zu zeigen, was kann ich mit dieser Waffe erreichen, was will ich mit der Waffe erreichen. Und all das äh, ist im Sounddesign und im, ins, insbesondere bei einem Gaming-Sounddesign ein sehr entscheidender Faktor. Die, ähm, dabei werden äh, zumindest erstmal Dinge überlegt, von äh, der Größe der Waffe eben über ihren, ihre Charakteristika und Feuergeschwindigkeit äh, zu den Sounds hin. Äh, wie wird es dargestellt? Wie bauen sich diese Charakteristika im Sound auch aus? Dann... Okay weil wichtiger punkt ist, gibt es einen unterschied oder wie ist der unterschied zwischen dem abfeuern der waffe in der first person und in der third person? das heißt, wenn man neben jemandem steht, der die waffe abfeuert, oder sie auch nur aus der entfernung hört, sind das unterschiedliche soundqualitäten. das bedeutet, der sound wird hier dynamisch festgelegt. das heißt, hier wird ähm, man nicht nur feststellen, dass die waffen sich eben auch aus der entfernung erkennen lassen an ihrem charakteristischen sound, aber eben ein anderes klangbild ergeben. also wenn man sie jetzt direkt vor oder in der, in der Hand sozusagen selber abfeuert. Und außerdem ähm, geht es auch darum, einen dynamischen Mix zu erstellen. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache, dass zum Beispiel eine Waffe, wenn man sie länger nicht abfeuert, im ersten Moment sehr viel lauter klingt und dann der Sound ein bisschen abnimmt. ist eine typische Charakteristika von hier diesen Schnellfeuerwaffen in Star Citizen. Wenn man genau hinhört, merkt man das auch. Also wenn man darauf achtet, dass es eben da wirklich einen eine Unterschied gibt und eine, eine Gewichtung in dem Soundeffekt selbst. Außerdem ist natürlich natürlich der gesamte äh, äh, zweck der dieses äh, Sounddesigns, dass die Waffen re sich realistisch anfühlen, dass es ein natürliches Bild ergibt, dass auch wirklich das Sounddesign zum Design der Waffe an sich passt, also dass das nicht auseinanderläuft äh, und dass zum Beispiel sich die Waffen untereinander auch so eindeutig unterscheiden, dass man eben auch in Zukunft schon auf die Entfernung hin hören wird, okay, womit äh, wird hier geschossen, äh, auf was für Gegner kann ich mich vielleicht vorbereiten und natürlich, dass auch Alien-Waffen sich stark davon unterscheiden, wie jetzt die Menschen äh, Waffen bauen, sowohl All, äh, das als auch die Menschenwaffen sich intern unterscheiden, je nach Hersteller. Dafür werden sehr, sehr viele Effekte überlagert. Es bedeutet, sie werden auch miteinander verschmolzen, sodass auch hier nie eine Waffe quasi einem realen Gegenstück, wie zum Beispiel einer G36 oder einem m 16 sturmgewehr gegenübersteht, sondern dass wir hier einen komplett eigenen Klang der Waffen haben. Ja, dies war es jetzt auf jeden Fall zur FPS. Pipeline für die Waffen ähm, im First-Person-Shooter Bereich. Von Star Citizen. Ich hoffe, dass sie sowas auch nochmal machen zu den Schiffswaffen, denn auch da ist ja die Bandbreite inzwischen sehr, sehr groß. Bei den FPS-Waffen warten wir noch auf viele neue, aber ich denke, wir können uns auf das P8-Sturmgewehr schon einmal freuen. Das wird nicht in allzu lange mehr brauchen, bis es zu uns kommt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und jetzt kommt noch ein Bering-Werbespot. Works as it should, basically. It started with an idea. Now it's yours to fire.